Guten Abend zusammen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute aus dem schönen Emtel, direkt vor dem Niesen. Das sind unsere Themen. Knapp einen Monat vor der wichtigen Abstimmung. Das sagen die Verantwortlichen vom geplanten Freizeitpark zu Matten. Zwei Profisäglerinnen aus dem Oberland schauen vor auf die Olympischen Spiele. Und nach anderthalb Jahren Zwangspause im Städtli-Theater zu Untersee werden wieder Stücke gezeigt. Jetzt aber zuerst noch aktuelle Themen, die zu reden geben, kurz und kompakt zusammengefasst. Der FC Thun-Spieler Sven Jos beendet seine Profikarriere. Der Aussenverteidiger hat beim Oberländer Club 76 Spiele absolviert. Zudem gibt es einen Wechsel vom Assistenztrainer. Der Pascal Cerone wechselt zusammen mit dem Ex-Thun-Trainer Marc Schneider zum belgischen Zweitligist Waasland Beveren. Es geht vorwärts mit der S-Bahn-Haltestelle Thun-Nord. Die Stadt hat die Idee entwickelt, wie die Haltestelle ins Areal der kleinen Almend eingebettet werden kann. Spätestens im Jahr 2035 soll die Haltestelle deparat sein. In einem knappen Monat entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu Matten, ob sie eine Roll- und Begegnungszone in ihrer Gemeinde wollen. Vor der Abstimmung über die Zonenplanänderung habe ich mit dem Präsidenten des Trägervereins Skatepark Bödeli geredet, mit dem David Bacher und mit dem Projektkoordinator Robert Zahns. Wir haben geplant, wie der Name schon sagt, Roll- und Begegnungszonen, einen Ort zu machen, wo sich Leute begegnen können, wo Sport treiben werden kann, wo familienfreundlich ist, wo verschiedene Generationen werden Platz haben werden. Es wird geplant, einen kleinen Ort zu haben, wo man picknicken kann, ein Tischchen, aber vor allem der Bereich wo, zum Sport treiben ist natürlich auch Programm. Wir verstehen natürlich die Befürchtungen, die gewisse Anwohner haben oder die Sorgen, die sie sich machen. Ich meine, das ist eine schöne und ruhige Matte, die bisher hier war. Und neu soll da eben eine Skate-Anlage kommen, wo junge Kinder, junge Erwachsene und Familien darauf werden Sport treiben und das natürlich auch mehr Leute hinziehen wird. Wir haben die Lärmschutzgutachten machen. Wir haben uns sehr gefreut, natürlich, wo wir ein positives Feedback bekommen haben, dass trotz der doch noch speziellen Topografie hier, dass wir den Anforderungen gerecht werden. Also, wenn es keine Einsprache gibt und die Baubewilligung reibungslos durchgeht, dann wären wir im Frühling 2022 parat. Von den Skateboard und Scooter wechseln wir jetzt zu den Segelbooten. Da gibt es eine Erfolgsgeschichte, die auf dem Thunersee einen Anfang hat genommen hat. Die Maja Siegenthaler und Linda Farni haben Anfang Mai Bronze geholt an den Segel-Europameisterschaften. Mit meinem Kollegen Leo Glaser haben sie unter anderem über die Olympischen Spiele im Juli geredet. Ja, unser Bronzemedaillengewinn also vor EM letzte Woche ist natürlich ein sehr positives Erlebnis und Ergebnis für uns, so kurz vor dem Spiel. Und ja, wir schauen sehr positiv auf die Woche zurück. Also der Start im Segeln ist etwas sehr, sehr Schwieriges, aber auch etwas sehr Wichtiges. Also man kann sich vorstellen, wenn man irgendwie 100 Meter ran wird, 2 Meter hinten dran starten, hat man einen deutlichen, also einen deutlichen Nachteil. Und es geht echt darum, sich zwischen zwei Bojen auf einer imaginären Linie ein bisschen vordran zu platzieren, dass man nachher bei Null mit Vollspeed drüber gehen kann. Und dann kann man sich so wie den ersten Vorteil holen. Das heisst nicht, dass wenn man schlecht startet, dass man dann nicht auch noch gut sein kann, aber es ist sicher, es hilft, wenn man schon von Anfang an vorne dabei ist. Also bei uns auf dem Schiff ist es grundsätzlich so, dass zum Beispiel, wenn der eine nervös ist, kann der andere nicht nervös sein. Und wenn der eine sauer ist, kann irgendwie der andere nicht sauer sein. Das wechselt sich irgendwie so wie ab. Und klar gibt es auch Konflikte oder Auseinandersetzungen, weil man setzt sich ja mit etwas auseinander. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den es braucht. Weil wenn man immer wie sich gleicher Meinung ist, also wenn man immer gleicher Meinung ist, kann man auch nicht über etwas diskutieren. Und wenn man über etwas diskutieren kann, bringt das dann wieder einen Schritt weiter. 2016 in Brasilien habt ihr ja den 14. Rang belegt. Was ist jetzt so euer Ziel für die Olympischen Spiele in Tokio? Unser Ziel ist, einen Top 8 Rang zu holen. Für mich ist das eine das Resultat und das andere ist auch so ein bisschen die Angehensweise. Für mich ist auch das Ziel, das ja möglichst positiv anzugehen. Und quasi das letzte Quäntchen können wir ja wieder nicht steuern oder beeinflussen. Von dem her, quasi, ich werde möglichst einen guten Wettkampf segeln und dann den Rest sehen wir dann, was kommt. Hoffen wir auf guten Wind für die beiden. Und ein bisschen Rückenwind hat es auch für das Städtli-Theater zu Untersee gegeben. Nach einer anderthalbjährigen Zwangspause hat im Stadtkeller auf der Bühne endlich wieder ein Stück gezeigt werden. Die Beatrice Augsburger hat unserem Reporter, Leo Glaser, erklärt, wie schön dass es war, endlich wieder ein Stück zu zeigen und um was es in Tutu überhaupt geht.
Nach fast anderthalb Jahren Pause haben wir natürlich richtig eine grosse Freude gehabt, dass wir endlich wieder mal vor Publikum dürfen spielen und nicht einfach nur Repetitionsdurchläufe und für uns kleine Proben zu machen. Weil aufgehört Proben haben wir nie. Und dann haben wir gleichzeitig gesagt, jetzt machen wir etwas Kleines. Mit drei Schauspielern. Und dann könnten wir, wenn 10 Leute im Raum dürfen sein, könnten wir doch immerhin noch 7 Zuschauer reinnehmen, wenn man dann dürfte spielen. Und voilà, darum haben wir dann natürlich gerade loslegen. Das Stück «Tutu» war bereit. Jetzt vielleicht ganz kurz zusammengefasst, um was geht es im Stück «Tutu»? Also da verrate ich natürlich nicht zu viel. «Tutu» ist der Haupthund. Also ist einfach der Star vom Abend. Man sieht ihn nur ganz kurz am Schluss, aber ist der ganze Abend die Rede von ihm. Natürlich geht es da auch um Beziehungskisten, um ja, Hundefreunde und nicht so ganz Hundefreunde. Also die Leute haben im Minimum so viel Freude gehabt wie wir auch. Und das war natürlich für uns auch sehr angenehm, so zu spielen. Und ja, einfach, wenn man in den Zuschauerraum geschaut hat, hat man Masken gesehen, aber zum Glück nur ganz verschwommen. Weil die Scheinwerfer hängen so tief, dass einem so blendet, dass man es nicht sieht. Aber sie haben Freude gehabt. Weißt du was? Ich bin froh, dass du wieder raufgekommen bist. Weil, ja. Weshalb denn? Ja. Weil wegen dir, wegen mir, wegen unserem Hund, wegen dem Hund und uns und wegen Zoe und mir. Und man könnte jetzt natürlich auch sagen, das Wetter ist im Moment ein bisschen Theater. Und ob der wolkige Vorhang gleich ganz gezogen wird und noch mehr Sonne kommt wie im Moment, das erfahrt ihr jetzt von unseren Kollegen von Meteo News. So viel von uns. Uns gibt es morgen Abend wieder. Ich wünsche euch ganz einen schönen Feierabend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hier ist Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland am 18. Mai. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch heute haben wir einmal mehr einen wechselhaften und für die Jahreszeit ziemlich kühlen Tag gehabt. Mit einem Mix Sonne, Wolken und ein paar Regengüsse oder in der Höhe eben auch Schneeschauer ab 1500 bis 1700 Meter. Am Morgen liegen wir hier weiterhin in der westlichen Strömung. Es geht wechselhaft zu und her. Morgen am Vormittag recht viel Wolken, die Sonne kann sich nur vereinzelt mal zeigen und ein paar Regengüsse oder Schneeschauer müssen wir einplanen. Die Schneefallgrenze bei 13 bis 1500 Meter, am Morgen 2 Grad hier in Adelboden, 3 Grad in Grindelwald, etwa 6 Grad am Thuner- und Brienzer See. Ja, und am Nachmittag bleibt es für die Jahreszeit kühl. Maximalwert um die 13 Grad, etwa 8 Grad in Adelboden. Es geht wechselhaft weiter mit ein bisschen Sonne, dicken Wolken. Und ab und zu Regengüsse oder am Nachmittag den Schneeschauer ab 1500 bis 1700 Meter. Ja, am Donnerstag zuerst noch dicke Restwolken, dann wird es aber zum Teil sonnig den Tag durch. Bei 15 Grad, ein bisschen freundlicher mit einem kleinen, schwachen Zwischenhoch, der sich aber bereits wieder abbaut auf den Abend und in der Nacht auf den Freitag. Am Freitag, wir sehen es hier, viel Wolken, zeitweise nass, am Samstag veränderlich bewölkt mit sonnigen Abschnitt, einzelne Regengüsse, speziell noch am Morgen bei 14 Grad. Und dann teilweise sonnig am Pfingstsonntag und Pfingstmendig, ganz trocken dürfte es aber nicht bleiben. Ja, das war vom Jungfrau-Zeitungswetter fürs Berner Oberland. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen und weiterhin ganz einen schönen Dienstag.